Willkommen hier zurück auf Toni Totschläger TV mit der dritten Folge hier. Ich habe euch ja versprochen, ihr lernt jetzt den Adolf Knochenbruch kennen. Und wir suchen hier nach einem Nicht-Ranglistenspiel, also keine Weltmeisterschaft, nichts. Es ist einfach nur, ja. Und wir machen mal alles weg, wollen hier nur das Schwergewicht. Und wählen jetzt mal hier unseren Kämpfer aus. Da ist er. Adolf Knochenbruch. Mit ihm wollen wir hier kämpfen. Er nimmt hier den Wrestler. Okay. Den kennen wir ja schon. Der hat uns eben gut Maß genommen. Jetzt versuchen wir wenigstens mal mit dem Adolf Knochenbruch hier ein bisschen durchzudrehen. Den Knochenbrecher der Nation. Boah, das Laden dauert hier aber lange, ey. Ist ja immer noch bei 0%. Schlafen wir ja ein, Alter. Kleine Ansprache, würde ich sagen. Wenn ihr mein Video guckt und euch gefällt das, was ich hier mache, so. Ich zocke ja auch noch FIFA und bla bla, die ganzen anderen Sachen. Ja, die neuesten Spiele, die immer rauskommen, zocke ich auf jeden Fall an. Ich habe nicht so eine gute Internetleitung, sonst würde ich euch viel, viel mehr Videos liefern. Deswegen immer so das Geilste, was ich gerade, wo ich echt gerade Bock drauf habe, das zu spielen. Ich bin nicht so eine Hochlademaschine wie manche YouTuber. Vielleicht Respekt dafür, wenn die dafür den ganzen Tag Zeit haben, so. Ah, ich habe noch einen kleinen Sohn. Ich bin am Pumpen, mache Sport, bin draußen, muss einkaufen, dies und das. Ganz normales Leben halt. Und trotzdem versuche ich euch abends, Alter, geile Sachen zu erspielen, so. Und für euch das Bestmöglichste rauszuholen, euch Unterhaltung zu bieten. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mich unterstützen wollt. Lasst mir ein Abo da. Wenn ihr Kommentare schreibt, wäre es auf jeden Fall cool, ne? Wenn ich habe vorhin so einen Text gesehen, Alter, da hat einer so ein Buch gepostet, so. Korrekt von dir an dieser Stelle auf jeden Fall, wenn es nicht für deine eigene Werbung gemeint war, weiß ich ja nicht, ob das ein Spam war. Wenn dir meine Videos wirklich so hammer gefallen, wie du es da hinschreibst, am Bam, drück auf den Abonnierknopf. Unterstütze mich auf jeden Fall damit. Was ist denn hier los? Warten auf Gegner die ganze Zeit. Oh mein Gott, dauert das lange. Das ist echt bitter. Dafür bitte keinen Daumen runter, ich kann da nichts dafür. Und da ist er, unser Adolf Knochenbruch, der Weltmeister im Schwergewicht. Sein Wort hat auf jeden Fall Schwergewicht. Und wir drücken hier mal auf X. Guck mal, dass unser Gegner den hier auch überspringt. Ich konnte ihm leider keine andere Frisur machen wegen Gameface, ne? Ist ein Originalschwein, ich bin kein Nazi, aber ich find's einfach witzig, jemanden zu nehmen, so. Der ein bisschen hier für Skandal sorgt. Ist auf jeden Fall Ablacher. Ah, ich hätte gerne eine andere Frisur gehabt. Bei Fight Night war das echt richtig geil, dass man da so nehmen konnte. Ja, abgeblockt, mein Freund. So nicht. Und nochmal, aber block doch. Ach, kommt er mir wieder mit so einer Kacke hier, Alter. Nein, 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 nein. Oh, er will schon die Submission jetzt schon machen, Alter. Was ist denn mit dir los, Digga? Hä? Was ist mit dir los? Komm, 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 komm. Adolf, steh doch auf, Junge. Blamier dich doch nicht gleich hier. Ah, Junge, ich bin ein Tier, Alter. Das ist der Adolf Knochenbruch hier. Jetzt polieren wir dir ordentlich die Fresse, Kasper. Komm her. Er will mich schon wieder. Ja, dann müssen wir jetzt einfach. Ja, das blocken wir direkt. Und nochmal. Na, er kann es nicht blocken, Alter. Was ist denn los, Mann? Dann gehen wir hier mal ein paar Fäuste. Er will hier gleich die Submission reißen, Alter. Was ist denn mit ihm los, Mann? Lass uns doch einfach ein bisschen kämpfen, du Idiot, Mann. Ist doch voll eklig, was du hier probierst. Bam. Hier, Adolf im Capoeira-Style. Boah, ist das eine Maschine, Alter. Voll der Riese, Junge. Bam, bam. Okay. Mach mal hier ein bisschen was anderes, Alter. Nicht so eine Kacke hier. Guck mal, ich kann das auch. Dann komme ich hier gleich so rein hier. Nein,
poliere ich dir erstmal die Fresse. Und jetzt. Bam, 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 bam. Komm, 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 komm. Nochmal, nochmal, nochmal. Dreh dich nochmal. Bam, Junge. Ach komm. Stehen wir mal hier auf, oder? Ah, komm. Komm, 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 komm. Der versucht die ganze Zeit hier irgendwas zu reißen. Kommen wir mal, Mann, das Admission hier. Was ist denn los, hä? Versuchst du aufzustehen? Gib ihm doch die Faust! Gib ihm die! Junge, Junge, ist das hier ein Gerangel auf dem Fußboden? Komm her, Adolf! Gib ihn! Gib ihn! Gib ihm die Fäuste, Alter, die er verdient. Oh. Jetzt müssen wir aufstehen hier. Jetzt müssen wir aufstehen. Jetzt müssen wir aufstehen, ey, wenn sonst. Der macht hier Faxen mit uns. Ja. Steh auf, ja. Boah. Heftig. Geht auf jeden Fall gut ab, Alter. Hier, Capoeira, bisschen. Bam, Junge. Bumm. Nein, nein, nein. Aufpassen, aufpassen. Adolf, mach die Fäuste hoch. Mach die Fäuste hoch. Sauber, schön ausgewichen. Oh nein! Da hat er uns direkt in die Rippen gehauen, Alter. Voll die Nierentreffer hier. Und da ist die erste Runde zu Ende. Er war auf jeden Fall besser. Ha, was soll man machen, ne? Adolf Knochenbruch muss erstmal ein bisschen reinkommen. Kriegt noch eine schöne Nackenmassage hier. Ah, da haben wir ihn mies Maß genommen, ja? Nochmal angucken hier. Bam, Junge. Aber egal, drücken wir weg. Dann nochmal kurz genießen hier. Gut. Es geht weiter. Runde 2. Ah, er ist Ringer, ne? Er muss darauf setzen. Und sie auf jeden Fall. Ah, mit seiner Scheiße, Alter. Der nervt richtig. Junge, geh doch von mir runter, du Kasper, Alter. Du bist ein richtiger Vogel, Mann. Ah, steh auf, steh auf! Sammel deine Kräfte zusammen und jetzt hoch! So nicht, mein Freund, so nicht. Bam. Ist das mein Knie? Hier auch nochmal ein. Bam. Sehr schön, sehr schön. Ah, er hat mehr Treffer gelandet als wir. Ah. Adolf steuert sich ein bisschen klumpig, Alter. Ah, egal, wir haben ihn jetzt auf jeden Fall ein paar Mal hier getroffen. Oh. Komm schon, komm schon. Boah, da wollte ich einen Uppercut geben, ey. Oh nein. Da sind wir schon wieder am Dingsen. Nein, 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 nein. Steh gleich wieder auf hier. Lassen wir uns nicht von beeindrucken. Oh, wie weit kann der denn hauen? Wir müssen erstmal unseren Körper wieder fit kriegen hier. So. Komm schon, ausweichen. Adolf, gib ihn! Gib ihn! Nein, nein, nein! Ja! Er liegt! Er liegt jetzt! Kleine Kombination hier. Ach. Schön Uppercut. Oh, wieder mit seiner Kacke, Mann. Du nervst damit. Wir versuchen auf jeden Fall wieder aufzustehen. Komm schon. Adolf, fertig. Fertig. Ey. Du willst mich doch hier verarschen, Junge. Komm schon, steh auf, steh auf, steh auf. Steh auf. Steh auf. Lass dich da nicht beeindrucken. Lass mich hier raus. Na, ich kann nichts mehr machen. Ich glaube, da wird er uns gleich das Ende setzen. Keine Chance. Der Typ hat das Spiel doch voll drauf, Alter. Die ganze Zeit nur Submissions. Ja, schade. Ach, wir hatten so realistische Chancen, haben ihn so gut gegeben. Na, liegt der Adolf. Das hat sich für ihn erledigt. Mann, wir sind so mutant, ey, wie. Er war aber auch schwer zu treffen, weil er so klein ist, ey. Oh Mann. Er schlägt einfach weit auf uns. Ein, aber.
Ah, hier Adolf in seinem Ghetto-Outfit. Tschi, tschi, tschi. Hat mal eine Rap-Karriere angestrebt, wie er aussieht. Shit. Auf jeden Fall brutaler Kämpfer. Schade. Also ein bisschen traurig auf jeden Fall. Sieger durch TKO. Ja, hat er gut gemacht. Der war auf jeden Fall besser als wir. Schade eigentlich. Ja. Erstellten Kämpfer melden. Ja, definitiv melde ich seinen Kämpfer. Also, sein Kämpfer hat irgendwem geähnelt, was echt nicht in Ordnung ist. Ja, dann würde ich sagen, ja, da sehen wir uns dann im nächsten Video. Ich wollte euch den Knochenbruch mal zeigen. Leider gibt es keinen geilen Modus, wo man den ein bisschen aufleveln kann und so dies und das. Na, man kann den gleich so hoch machen, wie es geht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video, wenn es wieder in die Weltmeisterschaft geht. Auf dem Weg zum Pokal. Wo wir schon 2 Siege geholt haben. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ja. Auf jeden Fall abonnieren statt onanieren, ihr wisst Bescheid. Und der Toni ist raus. Haut da rein, meine Freunde. Tschüss.